Hey Leute und herzlich willkommen zurück. Ich habe einmal eine bessere Uniform angelegt und uns die Uniform der Mannschaftskapitänin einfach mal angezogen. Sieht doch ganz schön aus mit dem Umhang. Ansonsten ist alles leider nur Downgrade. Das heißt, wir verkaufen das gleich einmal. Zauberstabgriff, sollen wir mal einen anderen nehmen? Ich mag ja die einfacheren lieber als diese schnörkeligen. Das wäre denn mal süß. Jetzt sowas auf jeden Fall gar nicht. Sowas geht auch gar nicht. Wer würde denn das nehmen? Ist doch total unbequem, auch in der Hand, oder nicht? Der hat ein bisschen mehr... Ja, ist ein bisschen dicker. Komm, nehmen wir mal den. Zumindest aus Holz. Auch überhaupt nicht mein Stil, aber... Ja. Also, Plan... Wir gehen zu Sebastian, reden mit ihm. Dann gehen wir nach Hogsmeade, verkaufen unsere Nein, Schande. Hier ist, oder? Ja. Verkaufen unsere Umhänge und überschüssigen Kleider und schau mal, ob wir Besenverbesserungen kaufen können. Das ist der Plan. Hallo, wie schön Sie zu sehen. In den nächsten Minuten. Sebastian, where are you? Um die Ecke natürlich. Einen Lehrer, dass Sie dich nicht rauswerfen. Wenn du dich nicht zusammenreißt, fliege ich nach Hogwarts und zerbreche deinen Zauberstab persönlich. Hast du einen Heuler gekriegt? Scheint ihm nicht sehr viel ausgemacht zu haben. Aber gut. So. Revelio. Hast du meinen Onkel gesprochen? Ja. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft sehen. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Und sollte er hören, dass wir sie nutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha! Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Oh! Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit dir trifft? Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Ominous wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Ich wünschte, der Dialog wäre mit dem Onkel weitergelaufen. Ich hatte tatsächlich gehofft einfach, dass ich noch sagen kann, dass ich den Einsatz von schwarzer Magie auch nicht dulde. Aber so weit kam es leider nicht. Also,
Wir müssen hierhin, port uns aber dahin, um erstmal die Sachen bei meinem Lieblingsladenbesitzer zu verkaufen. Nee. Hallöchen. Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Du musst dich nicht die ganze Zeit bedanken. Ärger erspart. So. Wie ich höre, haben Sie im Wald einen kleinen Schatz gefunden. Ich war nie ein Freund von Abenteuern. Offensiv geht runter. Verteidigung geht runter, Offensiv geht drauf. Also erstmal die hier verkaufen. Auch weg. Auch weg, auch weg. Auch weg. So, der Rest behalten wir. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Auch. Aber du musst dich nicht immer bedanken. Wie schön, Sie wiederzusehen. Gell? Kann man keine Verbesserung kaufen? Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Feuriges Temperament. Hochwertige Esche, außerordentlich stabil. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Leicht zu handhaben. Gefällt mir aber nicht. Einzigartigem Webmuster. Wir können sie einfach alle mal kaufen und können sie dann nacheinander. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Mal benutzen. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ja. Ich frag mich nur, wie ich die verbessern kann. Du kannst deinen Besen bei Spinridge Sportbedarf in Hogsmeade verbessern. Revelio. Na, oh, kann ich nicht mehr, ne? Heute? Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Oder ich bin zu doof. Ist natürlich immer möglich bei mir. Oh, es wäre so toll jetzt. Hallo und Verzeihung. Penny, das ist dieser Auftrag, diese PlayStation-Exklusiv-Quest. Revelio. Wisst ihr, wo ich jetzt gerne wäre? Aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Dieses eine Gebäude, wo vorne zugestellt war, aber die Türe angezeigt hat, dass man auf jeden Fall was machen kann. Wo war denn das Gebäude? Wisst ihr noch welches? Keine Ahnung, wo das war. Das ärgert mich massiv, weil ich glaube, mit Bombarda können wir da bestimmt rein. Revelio. Wo klingelt? Hört ihr's? Zonko ist es nicht. Revelio. Da nicht, also geht's eher nach unten.
Irgendwo ist noch eine Karte. Oder Handbuch oder whatever. Da nicht. Irgendwo in die Richtung. Nein. Hä? Fliegt die? Ist es eine fliegende eventuell? Revelio. Es war doch hier. Himmel beobachten. Gott, macht mich das verrückt. Was macht mich echt wahnsinnig. Ich habe jetzt gedacht, da wäre was. Naja. Mir fehlen die alten Quidditch-Torpfosten. Okay. Lassen wir das. Irgendwann werden wir es finden. Das ist... Komm, jetzt haben wir gerade Sebastian. Jetzt machen wir einfach Sebastian weiter. Und danach gehen wir wieder ein paar Nebenaufgaben machen. Aber ich denke, das wird jetzt bestimmt anderthalb Parts in Anspruch nehmen. Let's run! Hi! Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so sehr mit Ominous und den Katakomben beschäftigt, ganz zu schweigen von der Reaktion meines Onkels, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es besteht eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Wir versuchen zu sneaken. Wir müssen sehen, was sie tun. Aber lass uns unauffällig bleiben. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Nach dir. Ich kenne das Symbol zwar nicht mehr, aber... Egal. Wir werden es bestimmt finden. Revelio. Da sind sie, da vorne. Geh du voran. Revelio. Eins, zwei, drei, vier, Minimum. Wer es versucht, muss sterben. Ranrocks Anhänger meinen es ernst. Wie viel kostet das? Habe ich wirklich was gehört? Wer hat was gehört da hinten? Okay. Oh. Nun bald werden wir das nächste Behältnis finden. Werden wir? Bleibt er oder geht er? Geht. Dann können wir den zweiten nehmen. Wenn ich nur diesen Flieg und diese... Hat er jetzt alle aufgeweckt? Nein, hat er noch nicht. Der eine kommt noch wieder von oben her. Das darf er auch. Darf er sogar sehr gerne. Dann können wir uns jetzt nämlich jetzt einmal den von hinten klauen. Warum muss immer ich Wache halten? Was für eine Vergeudung meines Talents. So. Jetzt kommt der. Jetzt nehmen wir den
vorletzten. Was ist da los? Und der letzte kommt jetzt noch. Oh, 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 oh. Bisschen doof hier. Man kann nämlich nicht wirklich weg. Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Rebellion. Ja, haben wir gut gemacht. Im Sneaken komme ich auch so einigermaßen klar. Da hinten sind noch Loot-Sachen, hier aber nicht mehr. Was dann alles gut ist. Waren ja nicht zwei? Was ist noch? Da. Gehen wir also weiter. Das läuft aber gut. Wir sind ein gutes Team. Ja. Ja, in der Tat. Wir müssen dann nur noch auf jeden Fall diese Mine machen. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Du weißt ja, was ich tun würde. Ja, einfach drauf. Bin ich aber kein Freund von. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht allein. Hast du das? Der eine kommt von da oben. Aber das sollte uns jetzt... der eine kommt sogar runter. Boah, diese Musik, diese Trommeln. So ein Schwert habe ich noch nie gesehen. Oh, 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 oh. Ganz vorsichtig, Anni. Ficus Totalus. So. Luft anhalten, Deluxe. Hätten wir noch einen. Kommen wir da hoch? Leider nicht. Ist da jemand? Hallo? Dann halt so. Das war's mit dem Spaß. Spaß ist ein dehnbarer Begriff. Rebellion. Wie wahr? Das war relativ spaßig. Confringo. Es war nicht spaßig. Revelio. Es war nötig. Das sind komplett zweierlei Sachen. Wollen wir das einmal so festhalten? Spaßig und nötig sind zweierlei. Es ist niemals spaßig, irgendwie kämpfen zu müssen. Zumindest sollte es das nicht sein. Ich sollte wohl erwähnen, dass diese Mine angeblich wegen einer Spinnenplage vor langem geschlossen wurde. Wie schön. Das bin ich ja schon gewohnt. Ja, Revelio. Echt so. Wir kommen schnell voran. Findest du? Also ich weiß gar nicht, wo ich gerade vorankomme. Ach so, das ist ein Geheim... Eine Nacktspinne. Das ist ein Geheimgang vom einen Teil zum anderen. Und auch da ist eine Nacktspinne. Also. Dann let's fetz in der Mine. Aber in der Hoffnung, die in einem Part durchzukriegen, sage ich euch jetzt Tschüssi und einen schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Dann geht's in die Mine. Bis dann, habt einen schönen Tag zum zweiten Mal. Tschüss.